kommen wir jetzt zu den sogenannten CAR-T-Zellen, kurz für Chimäre-Antigen-Rezeptor-T-Zelle. Ihr Einsatz ist eine weitere Technik bei der Krebsbehandlung. Die Bezeichnung Chimäre verwendet man in Anlehnung an das griechische Fabelwesen, das eine Mischung verschiedener Tiere war. In unserem Fall geht es darum, Zellen gentechnisch zu verändern. Dabei wird ein zusätzliches Element künstlich zu einer bestehenden Zelle hinzugefügt. Im Namen dieser Therapie entnimmt man der erkrankten Person zunächst T-Lymphozyten, auch T-Killerzellen genannt. Diese Zellen werden dann im Labor verändert. Da die Zellen von einer bestimmten Person stammen, ist jede der hergestellten CAR-T-Zellen auch spezifisch für diese Person. Das hinzugefügte Element wird je nach Krankheit und Ziel ausgewählt. Bei Lymphdrüsenkrebs ist das Ziel zum Beispiel der CD19-Rezeptor der Krebszellen. Bei anderen Krankheiten wählt man ein anderes. Dieses Element ist ein monoklonaler Antikörper. Sein Ziel ist das CD19-Antigen, das genau zu ihm passt. So wie ein Schlüssel, der in ein einziges Schloss passt. Um diese neue Waffe hinzufügen zu können, verändert man den genetischen Code der Zelle, ähnlich wie beim Update eines Computerprogramms. Dieser hinzugefügte monoklonale Antikörper fungiert dann als harpuneartiger Detektor, der ein spezifisches Ziel erkennt und daran andockt. Das Ergebnis? Eine Super-Killerzelle. Sie vermehren sich und werden dem Patienten eingespritzt. Bei manchen Leukämiepatienten ist der Einsatz von CAR-T-Zellen sehr erfolgreich. Der harpunenartige Detektor ermöglicht es neuen T-Zellen, die Krebszellen direkt aufzuspüren, andere T-Zellen zu alarmieren und die erkannten Zellen zu zerstören. Thank you.